Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video auf meinem Kanal. Und da es gerade eine längere Pause gab, habe ich mir gedacht, mache ich doch heute einfach mal ein Video, damit ja mal wieder ein Video kommt. Und das Spiel, was ich für heute mal ausgewählt habe, ist World of Warships. Da ich das, ja, hatte heute Bock drauf, das mal zu spielen. Ist keine Produktplatzierung. Ja, also ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe hier, ich würde ja normal die Bayern nehmen, aber die ist momentan im Gefecht. Darum, weil ich gerade schon eine Runde gezockt habe, darum nehmen wir heute mal die König oder jetzt mal die König. Wir sind noch gerade im durchzechten München. Und ich würde sagen, ja, fangen wir direkt mal das Gefecht an. Bevor ich aber ins Gefecht gehe, möchte ich euch kurz sagen, was ich mir hier denn holen möchte, warum ich die ganze Zeit in den Deutschen bin. Ich möchte mir unten die Bismarck holen, weil das mein Lieblingsschlachtschiff ist. Aber jetzt geht's wirklich los ins Gefecht. Das ging jetzt aber schnell. Ja, ich habe gerade einen kleinen Cut gesetzt, weil das übertrieben lang geladen hat. Gut, wir sind hier auf dieser wunderschönen Map. I go B. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal hier hin und stelle mich quer. Ja, also ein nettes Rundlein. World of Warships. Geilo. Was ich kurz noch ansprechen wollte, ist, dass es lang auf meinem Server dsh.net weil jetzt bereits schon Skywars gibt. Oh, also die Map ist fertig, das wird noch eingestellt alles, aber ja, bald ist Skywars verfügbar. Es gibt auch bald Ränge und ja, da müssen wir das erstmal noch mal den Shop da erstellen, mit dem wir die Ränge da machen, aber ansonsten wird das da funktionieren. Minneapse ist der Bot. Wer ist das hier? Ich höre was. Ah, ist noch keiner in Reichweite. Okay. Ich mag solche Kriegsschiff-Spiele, weil ich an sich Kriegsschiffe sehr interessant finde. Mag ich mich, ist darum gesagt, die Bismarck mein Lieblingsschlachtschiff, weil die erstens mal aus Deutschland kommt und zweitens mal sehr interessant ist. Da sehe ich schon Granaten fliegen, entdeckt. Einfach mal. Eine trifft, glaube ich. Ja, hat die getroffen? Weiß ich es gerade. Kurz Richtung ändern. Das finde ich immer chillig. Muss man sich nicht so richtig aufs Richtung halten. Und das ja, das stimmt. So, easy. Der da hinten ist nur bei mir aus der Reichweite. Da vorne kommen sie aber langsam. So, die gehen. Die kriege ich. Kurz den Autopilot deactivaten. Krieg ich den auch schon? Ne, noch nicht. Bei dem komme ich. Wir treffen. Wo fliegen die denn hin? Eigentlich. Oh, soll das Feuer löschen. Ich mach mal kurz auf die Acht. Noch nicht schon wieder, ich hasse das mit dem Feuer. So sollte ich treffen. Wie? Ich wollte nicht alle schießen, danke, immer. Nice. Ja, ich werde direkt down gehen.
Das sind ja diese selben Schüsse, oder? Wird halt wirklich. Komm, lad nach, bevor der da wegkommt. Den krieg ich. Der ist low, den krieg ich noch. Komm, 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 flieg, 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 und Bötz. Kollisionswarnung. Ja, ich sterbe. Kriegt ihn nicht mehr. GG. Komm, noch einen Schuss kriege ich ab. Noch einen Schuss feuer ich ab. Ja! Komm! Letzte Aufflug! Meine Mannschaft! Wir werden es schaffen! Wir werden noch untergehen für das Deutsche. Nein, das sag ich jetzt nicht. Und Butz! Ausweichen. Bumm. GG. Fuck. Ja. Würde ich sagen, sehen wir uns dann direkt mal in der nächsten Runde. So, ich bin direkt in der nächsten Runde. Und es ist mal wieder traumhaftes Wetter. Genauso wie in hier den meisten die letzten 30 Jahre. 2-3 Tage. So, wo kann man denn mal so spontan hin? Viel Glück und ruhige See. Okay. So, So, ich würde sagen, ich fahre da, 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 noch, da, dann so rein. Perfekt. Selbst so mache ich es. Zack. Oder ne, warte. Ich mache einen hier hin. Warte, warte, warte. Mache. Nein. Mache einen hier hin. Der andere kommt. Dahin. Dann komme ich hier hin. Hier hin. Hier hin. So. Ich werde zwar hundertprozentig da so in die Mangel genommen, aber egal. So. Matrosen. Heute an Bord der Bayern werden wir, das klingt ein bisschen zweideutig, an Bord eines Bayern. an Bord der Bayern werden wir dieses Mal den Sieg schaffen. Wenn ihr übrigens wollt, liebe Zuschauer, dass ich bald mal Fortnite spiele, dann stimmt jetzt, wo ist es, rechts oben bitte ab. Dann werde ich mal Fortnite spielen, widerwillig zwar, aber dann tue ich's. Und direkt Feuer. Treffer? Ja, Tatsache. Alles sogar fast. Ja klar, sogar trifft. Oh. Nee, warte, ich mache einen neuen Wegpunkt. Nach da. Nach da und. Gut. Ja. Und geht los. Let's get started. Geht vorbei. Er dreht und so schnell fliegen meine Geschosse nicht. Oder doch eins trifft. Ja, eins trifft. Ich muss mal kurz mein Pferd. Flakfeuer muss aktiviert werden. Was mir an den großen Schiffen dann, ja, also ich bin noch nicht der allzu große World of Warships Experte. Torpedos, ich hasse die. Ich hasse Torpedos. Mein
einer trifft, habe ich so ein großes Problem. Ich drücke schon halt schon mal T. Gott sei Dank. Ich hasse Torpedos. Fehl. Genau, vorbei. Ich baller den mal kurz da hinten an. Ich wurde noch keinmal getroffen. Wenn wir Full Power geben. Kann ich den da hinten? Ja. Und ja klar, Alter. Ja, die Lager auch gerade. Ne? Ah, ich bin so dumm, ich dachte, der steht. Wieso lädt das gerade so schnell noch? Ach so, Upgrade hab ich ja gerade noch gemacht. Komm, die treffen aber fast alle. Ich muss gerade überlegen, ob ich hier kalkuliere. Jetzt steht der schon wieder. Ich hasse das. Oh, das sind Planes. Ich hoffe, ich kalkuliere gerade gleich mal mit. Mit dem Mangel. Was schießt es denn jetzt zusammen? Drehe bei. Kommen feindliche Planes. Wurde leicht angehittet. Nice Torpedos, die machen noch schön viel Damage. Nee, warte. Killstealer! Der da hinten, da lebt ja noch einer. Aber es läuft! Der Großteil tümmelt sich halt hier hinten. Da steht. Geht rüber. Hab's hoch, so hochgezogen. Nee, sollten wir alle. Oder groß zu sein. Oh gut, der ist AFK. Der macht Stopp. Seite. Damage. Der hat nicht so richtig gecheckt, wie man fährt. Die laden aber gerade noch so. Nice.
Gut, dann würde ich sagen, fahren wir direkt zum nächsten. Falsch. So. Was ich an. Was auch. Ja, ich habe gerade einen übelst taktischen Nachteil, da ich nicht Breitseite stehe, sondern nur die Front den Gegnern zugeneigt ist. Gut, auf der einen Seite ist es kein Nachteil, weil ich halt den Gegnern da für die schwerer ist, mich zu treffen. Für den anderen Teil ist es scheiße für mich, weil ich dann nicht so eine hohe Feuerrate habe. Das ist das wieder ein Video überlegen. Aber die Kessel wird gut an. Auch wenn wir weniger sind, weil ich von der Tür getreten bin. Gleich mal um auf die 2. Das ist so. Okay, trifft. Ein paar Treffen. Okay, okay. Meine steht an der Insel. Der ist tot. Mach keine Kills, Mann. So, kann man die noch verschieben. Noch da. Verschieben. Noch dort. Und den verschieben noch. Jetzt stehen wir schon mal noch. Schon von der Breitseite. Oh, kannst du wieder hinschießen. Der ballert nicht dann. So gezogen. Wenn wir gleich durch die Passage fahren, müsste ich theoretisch mal kurz hätte ich dann Deckung dort. Müsste mal meine Waffen upgraden, dass die länger schneller nachladen, dass die hier einigermaßen also gut drehen, ist jetzt nicht so das ganz große Problem, aber dass die halt schneller nachladen. So das meist häufigste Problem. Oh, kann ich wieder heilen, nice. Ja, aber der andere kriegt den Kill. Wenn ich alle getroffen habe, sind natürlich Weapon. So, der hat noch nicht. Der hat. So, der wird jetzt halt auf mich gehen. Heißt, ich muss den recken. Lad nach. Ella. Ich hätte auch gern so Pildos. Die machen zu viel Damage. So viel Damage ist. Ich ziehe mal auf die 1. Wenn ich flächenmäßig mit Damage mache. Ja, aber ich krieg mir meine Gesetze laden zu schnell. Es sei denn, die anderen, die kriegen noch vorher. Doch. Ich krieg noch. Warte, wenn ich jetzt hier. Jetzt habe ich ihn. Yes! Was? Oh, Killstealer! Mann! Arschloch. Die Planes, die werden dann gleich gefährlich. Stimmt? Ist keiner mehr in meiner Reichweite? Doch, der da hinten. Ein Pool auf der Welt. Thank you.
beschäftigt, die da alle gibt. Müsst ihr mir mal Tipps in die Kommentare schreiben? Ja, die treffen nicht, weil er vorher noch dreht. Ich liebe diesen Kriegs. Das ist lieb. Ihr wisst, was ich mit ich liebe. Ich liebe Krieg meine. Ich mach viel Damage, aber kaum Kills. Also Leute, kein Kill. So, jetzt kriegt ihr aber gleich den in der Breitseite und dann läuft's. Nice, Alter, das läuft hier! Ja, man wird doch los, wenn ich nicht. Da kommt aber eine Fliegerstaffel auf mich zu. Die machen mir dezent Angst. Da kommt, der hat den jetzt versenkt, aber ich werde mir jetzt drehen. Ja, jetzt sieht er aus. Schießt er, treffen mich. Bam! Meine Geschütze machen so wenig Damage. Danke. Hätte ich aber auch hingekriegt. So, auf zum C. Wo sind die Flugzeugträger? Hier hinten waren die. Heißt, ich fahre jetzt erstmal dahin. Dahin, 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 dahin. So, Spiele sind so schön. Ich muss mich heilen. Hilfe auf 1. Das geht auf 2, das wusste ich gar nicht. Jetzt gehen wir ins Ende. Nein! 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 Ich hasse die Autos. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Aber wo kommen die her? Ich weiß gar nicht, gibt es das Gefühl, dass unsere Freunde sich hier schließen können? Da ist noch ein kleiner, kleine Mistkriege. Fliege, sag ich mal. Kommt den Rabber ich weg. So schnell. Treib ich nicht. Doch, wenn er sich dumm anstellt. Nice. Die haben die Flugzeugträger versenkt. Ey, krass! Und gewonnen! Nice! Ende der Folge nochmal einen Win geholt. Geil. Sick. Mann, ich bekomme so wenig AP. Ich kann mich so forschen. 7000 Gold. Gerätschaften 2595 Sterne. Insgesamt habe ich 32 Damage gemacht. Zurück zum Hafen. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne mal einen Daumen nach oben da. Neue Stufe, perfekt. Dann lasst doch sehr gerne, danke, einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall. Wenn euch mein Content gefällt, hoffe ich mal, und meine Fanpage. Und ich habe am Anfang der Runde gesagt, mit der Bayer holen wir den Sieg. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren wäre nett. Kommentieren auch bitteschön. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao!